Und auch für alle, die uns jetzt begleiten, noch weiterhin auf unserem schwierigen Weg des Let's Plays. Ja, willkommen zurück zu Fußball Manager 13 mit dem Thompson und mit mir. Moin, moin. So, Spielladen. Teamgeist CF Koop. Oh, hier ist übrigens noch ein Spiel drin. Warst du da dabei? Ne, warte mal, das waren Michi und Fabian. Bayern Ajax Arsenal heißt das. Doch, Ajax hatte ich, du Eumel. Wer hatte denn dann Arsenal? Fabian hatte. Ja, stimmt, Ja, dann warst du da Fabian. dabei. Wo Arsenal voll auf die Fresse gekriegt hat. Was war das noch? Wuppertal Ja, oder wegen sowas? Bertelsacker, da war da. Nein, das war Erfurt. Ja, Erfurt, genau. Der hat ja voll auf die Fresse gekriegt von Erfurt. Mit der besten Elf wohlgemerkt. Da mit Arsenal, ich glaube, das ging 1 zu 5 oder so, ging das da irgendwie aus, ne? So, mindestens ein sehr guter Weil. Jugendspieler hat noch keinen Vertrag gekriegt. Jetzt weiß ich nicht genau, wen er jetzt meint. Meint er D? Oder meint er vielleicht den Torwart? Also, kannst du schon was sehen, Thompson? Ja, also gerade, ne, bist du bei den da in der Zentrale, jetzt bist du in der Jugendmannschaft. Ja, ich war da jetzt schon einen ganzen Moment in der Jugendmannschaft. Aber das macht ja nichts. Wir haben hier einen Torwart, 17 Jahre, zwei Talentsterne und einen Stürmer bzw. hängende Spitze. Ja, zwei Talentsterne. Nee, lass die erstmal noch in der Jugendabteilung. Achso. Guter Kaffee. Gut, aber jetzt müssen wir trotzdem Verträge. Wollte ich jetzt ganz kurz nochmal mit dir drüber sprechen. Ja, Verträge, lass mal die in der Winterpause, wenn dann machen. Weil Ja. jetzt, ich kenne das auch selber von meinen Spielen her, wenn ich die Vereine erstellt habe. Jetzt steht da meistens die Grundlegen, da wollen die erst noch abwarten. Meistens geht das dann erst zur Winterpause mit den meisten Spielern. Also da kann man doch direkt mit allen eine Winterpause machen. Beziehungsweise ab dem 1. Januar. Ja gut, dann machen wir es in der Winterpause. Ist auch vielleicht Dann ganz kann man gut. immer noch gucken, bis dahin, wer ist jetzt Stammspieler, wer hat sich durchsetzen können, wen halten wir, wen nicht. Und deswegen lieber erstmal warten. Ja, aber grundsätzlich wollte ich dazu nämlich schon mal was sagen. sehr schöner Name, Herbert Wölfli. Auch sehr schön. Nee, grundlegend wollte ich dazu sowieso schon was sagen, weil du darfst nicht vergessen, wir haben in der zweiten Mannschaft niemanden und unser Kader ist jetzt nicht wirklich groß. Das heißt also, so viele Leute können wir gar nicht abgeben. Ja, drei Stück. Sei denn, wir werden uns noch Ich irgendwie meine, man vorher kann. einen aus dem Hut zaubern. Ich meine, manchmal gibt es auch gut günstiger auf dem Transfermarkt. Ich glaube nicht für unser Kaliber. So, was denn hier? Ja, die sind beide genauso stark. Okay, B-Jugend, haben wir da noch irgendwo? Oh. Also aus der B-Jugend kommen in den nächsten Jahren einige zwei Sternetalente nach oben. Das ist gar nicht so verkehrt. Na gut. Ja, genau. Vereinsgelände wollte ich mit dir noch drüber sprechen. Was sagst du denn eigentlich? Jetzt denkst du mal, wir schaffen jetzt direkt den Aufstieg in der ersten Saison, oder? Aber wenn ich mir die Spiele anschaue und hier die Farben, die so schön dabei stehen, würde ich jetzt irgendwie mal behaupten, nein. Ich würde mal sagen, wir kriegen böse auf die Fresse. Rot, 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 gelb. Was haben wir hier noch? Rot, gelb, gelb, rot. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, wir kriegen mal richtig derbe auf die Fresse. Aber das macht nichts. Wir können auch in der ersten Ja, Saison ich. Letzter werden. Das ist egal. Das macht mir vom Ja, Prinzip nichts. ich muss mir da noch ein paar Aufstellungen überlegen. Weil du hast ja deinen Bereich und ich habe meinen Bereich. Ja, damit das hier nochmal ganz kurz eingeführt wird, für alle, die das noch nicht wissen.
Wir haben uns ganz klar darauf geeinigt, dass Thompson den sportlichen Bereich macht, sprich Spielertraining, Aufstellungen und so weiter und so fort. Gibt auch seine Wünsche an mich weiter, weil ich kümmere mich um den finanziellen Bereich, sprich Neuverpflichtungen, Sponsoren, Verträge, also Gehalt aushandeln und ja, so haben wir das untereinander geklärt. Was Thompson da jetzt gerade fabriziert, weiß ich nicht, aber das geht mich auch nichts an. Ich hoffe, es hat nichts mit Finanzen zu tun. Nee, ich habe mir eine Capri-Sonne aufgemacht. Hups, Schleichwerbung. Eine Capri-Sonne? Hups, nochmal Schleichwerbung. Ja, es. Ja, muss auch mal sein. Lass mich doch. Naja, solange ich. Ich kann die Cola langsam nicht mehr sehen. Ja, ich weiß nicht. Wie viel Uhr haben wir? 10 vor 12, da kann man ruhig auch schon mal einen Kaffee trinken, so wie ich. Ja, du hast auch morgen keinen Gerichtstermin und dann auch noch Spätschicht. Dafür den nicht, weil ich habe Rest der Woche frei. Bop, 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 bop. Gut. Ja, pack dir noch ein Eis. Ich werde schauen, was sich machen lässt. Ich wollte mit dir noch eine Fanartikel... Nicht wundern für die Leute, die denken, wir haben Volleinandermeise. Wir reden immer so untereinander. Ist nichts Neues für uns. Deswegen haben wir auch Volleinandermeise. Aber ich wollte eigentlich noch eine Fanartikelproduktion bauen, beziehungsweise war da am Schwanken, ob wir das tun sollten oder nicht. Ja, ich habe tun gesagt. Eine Produktion könnten wir gebrauchen. Weil wir haben Verkauf, aber warum haben wir keine Produktion? Das verstehe ich eh nicht. Ja, du kannst ja eine Stufe bauen, sodass, dann können wir halt wenigstens zumindest ein paar Sachen anbieten, sage ich jetzt mal. Du darfst es nicht vergessen, das kostet 300.000. Dann haben wir nur noch 700.000 im kompletten Budget. Ja, wir kriegen das schon irgendwie wieder. Ja, da müssten halt unsere Friends reichlich kaufen, dann... Musst du halt, es geht, ist zwar nicht mein Bereich, aber dann musst du halt ein bisschen die Preise günstiger machen für Trikots, Schals etc. pp. Ja, nur ganz wichtig jetzt gerade nochmal, weil du meintest, die Fans müssen dann halt kaufen. Wir haben derzeit 160 Mitglieder. Das ist jetzt nicht gerade. Da passt schon. Ey, du Hammel, wieso habe ich einen Black Screen? Weiß ich nicht. Bei mir ist noch alles da. Ja, der Stream, jetzt ist wieder Bild da, ist klar. Ja, keine Ahnung, sag ich mal, normalerweise Trikot, sag ich mal, 60 Euro, Beispiel jetzt so. Da machst du die halt auf 30, weil wir sind eh in der unteren Liga, da kann man die Preise eh wohlfahrt niedriger ansetzen. Wir haben auch bisher dich das... Wimpel, Sticker, Schal, ich meine, den Sticker, den kannst du schon mal, wenn, dann aus dem Sortiment raus tun, da würde ich andere, den Platz für andere machen, weil wir können maximal, was sehe ich da... Ja, wir können eh nur 8 Sachen aufnehmen in unserem Fanshop, sag ich mal. Also da würde ich auch nur als Beispiel Sachen nehmen, die auch wirklich jetzt wichtiger wären. Also den Sticker finde ich persönlich eigentlich schon ganz cool, weil wenn ich das hier bei uns im Ort, beim Verein beobachte, da haben auch viele den Sticker auf dem Auto. Und bevor ich jetzt hier einen Duschvorhang anbiete oder eine Badeente, okay, Schlüsselanhänger wäre vielleicht noch was. Wanduhr, ja, das sind alles so Sachen, die sind halt ziemlich cool, wenn man die irgendwo zu Hause hängen hat oder sowas. Die Fanbasis haben wir jetzt 1050, also 1050 Fans. Ja, wenn davon jeder Dritte sich einen Artikel oder ja, doch einen Artikel holt, sagen wir mal jetzt hier den Wimpel, sagen wir mal, der kostet 10 Euro. Ja, das ist nicht gerade so. Das ist keine große Einnahmequelle. Also, da brauchen wir im Moment, bis wir die 300.000 für den Bau schon wieder drin haben. Aber es soll mir jetzt egal sein. Ich gehe jetzt hier auf die Infrastruktur und baue das Ding. Wir werden ja sehen, wie viel sie kaufen. Ja. Oder wenn wir den Fall bankrott melden können. Vor allem das Witzige ist, ja, das habe ich ja gar nicht bedacht. Das kostet ja auch Unterhalt im Monat, 1800 Euro. Also, ich weiß nicht, die müssten dann echt schon kaufen wie die Blöden. Aber egal, wir bauen das jetzt mal.
Was ist denn das Finanzzentrum? Wofür ist denn das Finanzzentrum nochmal gut? War das nicht für Kredite und so ein Scheiß? Ja, für längere Credit Line und sowas und auch höhere Kredite. Nee, danke. Aber denk da, was bringt, wenn wir jetzt einen Kredit machen? Wenn wir jetzt einen Kredit machen, müssen wir den auch monatlich abzahlen. Also Ja, bleib doch irgendwie ruhig, kommt das gleich hinaus. bleib doch ruhig, Mann. Ich mach doch alles hier, ich bin mein eigener Kredit. Ich krieg das hin. Ja, du bist dein eigener Kredit. Aber organisier gleich mal ein paar Freundschaftsspiele, du, damit ich mich mit der Mannschaft mal ein bisschen identifizieren kann. Ja, ganz wichtig. Machen wir ein Trainingslager. Ja, würde ich empfehlen. Okay. Ja, machen wir mal ein Trainingslager. 721.000. Wahnsinn, sind wir reich, ey. Überragend. So, da ist die Frage, wo? Was für einen Schwerpunkt willst du haben? Na, Ohne ich dass würde ich schon mich jetzt. sagen, eher frisch und fitness wäre wichtig. Ja gut, Fitness schließt ja irgendwo Frische schon wieder ein bisschen aus, aber ich weiß nicht, ohne dass ich mich jetzt so weit ins Sportliche hineinwage, aber ich finde jetzt gerade in unterklassigen Vereinen ist das Teamwork einfach ganz wichtig. Ja, die haben eh keine Spielerfahrung, die Jungs. Ich glaube, die haben nicht mal eine Erfahrungsstufe. Ja, dann macht die wirklich besser. Nizza, Preis pro Tag 5.500, leck mich am Arsch. Du 99.000. hast doch einen Rappel, Mann. Ja, 10 Tage, Nimm 77.000. irgendwas. Nimm was günstig. Oh Gott, du gehst mit unserem Geld um, das fängt schon gut an, ey. Ja, ohne Witz, das ist Ich doch glaube, ich suche mir wichtig. neuen sportlichen Leiter, ohne Witz, ey. Ja, aber das ist doch Oh witzig. Ohne Witz jetzt, das ist wirklich wichtig. Guck mal, Fitness 5 Sterne, Teamwork 5 Sterne, das ist doch stark. Mann, ey. Ja, und wir sind dann stark bankrott, du. Das mag sein. Mach, was du willst. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich das Geld, was du jetzt verballert hast, ey, ob ich das wieder reinholen kann in einer Saison. Musst du sportlich wieder reinholen. Freundschaftsspiel. Ja. Ja, du hättest besser deutsches Trainingslager genommen. Meinst du? Wo auch die Vereine etwas. Ja, das sind auch. Da kriegen wir auch Vereine aus der Landesliga, Bezirksliga. Und nicht hier sowas hier. Weil da kriegen wir voll dann aufs Maul. Aber das Trainingslager, ja, wenn wir keine Freundschaftsspiele machen, wann haben wir denn unser erstes, ja, im nächsten Monat unser erstes Spiel? Ich glaube Ende August. Ja, dann können wir auch nach dem Trainingslager einfach unsere Freundschaftsspiele machen. Ja, dann setzt mal ein paar an. Gegen Zerbst, das sieht gut aus. Ja, machen wir dann direkt eine Woche weiter. Schon wieder gegen Zerbst, das ist jetzt irgendwie Kacke. Das ist so ja eigentlich nicht geplant gewesen. Sag mal, ist hier sonst nichts? Neckarems. Neckarems. Hassel. Ah, warte mal. Freundschaftsspiel. Club zu Freundschaftsspiel einladen. Ja, warum geht denn hier nur. Ach, warte mal. Hessen. Nein. Hessenliga. Paunatal, Fernwald, Waldgirmes, Stadtallendorf, Braunfels, Hadamar. Hadamar spielt Hessenliga? Leck mich am Arsch. Was ist denn Landesliga? Bezirksliga? Ach, das geht nur bei uns hier. Das ist irgendwie Kacke. Ja, überleg doch mal Einnahmen. Das ist Geld, wenn das Spiel bei uns stattfindet. Gegen Bayern wäre das Ding ausverkauft. Da sagst du was. Aber nicht nur gegen Bayern. Ja, aber du musst damit. Ja, Als Beispiel. wir müssen damit rechnen, dass der Verein 50.000 Euro Eintrittsgebühr verlangen wird.
gibt's denn sowas? Oha! Ich glaube, mein Manager hat sich gerade verabschiedet. Ja, das tut mir irgendwie arg leid, aber der Manager hat sich gerade wirklich verabschiedet. Dann sind wir